Willkommen zu Probably Nothing, den IOTA und Schimmer News der letzten Wochen. Ich bin Alexander und habe mir eine kleine Auszeit gegönnt und jetzt geht's los mit den News. Adam präsentiert ein kleines Update für das Sunaverse. In naher Zukunft können alle Besitzer eines Sunaverse-Raumes ihre Mitglieder mit NFT und Token belohnen, sei es für Bug-Bounty, Quests oder andere Dinge. Und man kann dies endlich per CSV-Import erledigen. Das war schon lange ein gewünschtes Feature. Am 23.02. kamen diese Updates dann auf die Plattform plus einige andere coole Sachen. Zum Beispiel kann man sich jetzt nicht nur mit MetaMask anmelden, sondern auch mit TanglePay. Man kann sich auch mit AuditOne verifizieren lassen, was wiederum neue Möglichkeiten bietet. Die Verifizierung hat bei mir eine knappe halbe Stunde gedauert. In der letzten Folge haben wir eine Partnerschaft zwischen DLT Green und TangleHub angekündigt. Nun gibt es einen Blog-Eintrag mit weiteren Informationen. Mit DLT Green kann Pipe kostengünstiger und effizienter arbeiten. Aber auch Sicherheitsaspekte werden erhöht. Der ganze Artikel ist hier in der Beschreibung zu lesen. Eine Woche später gibt es ein weiteres Video von Adam, und zwar das On-Chain-Voting. Funktioniert wieder sehr intuitiv, schnell und einfach. Und eine Woche später gibt es ein weiteres Video für die Rewards. TanglePay bereitet sich darauf vor, mehr aus seiner Wallet zu machen, nämlich ein Web-Free Messenger auf dem Tangle. Nachrichten können nicht nur auf dem Tangle hin und her geschickt werden, sondern in jedem Netzwerk, das bestimmte Voraussetzungen erfüllt. IOTA oder Shimmer sind für diese Aufgabe aber wesentlich besser geeignet, da sie kostenlose Transaktionen ermöglichen, beziehungsweise sehr günstig in der Datennutzung sind. TanglePay entwickelt sich zu einem wirklich coolen Use Case. Am 16. Februar wurde auf dem Shimmer-Blog ein Artikel veröffentlicht, den es auch schon auf ICC gab, nämlich eine Anleitung zu Crypto-Wallets. Wer also Anfänger ist oder sich einfach nochmal schlau machen will, kann sich diesen Artikel gerne nochmal anschauen. Bei Bifrost tut sich auch was, die führen Benachrichtigungen in ihrem Telegram-Wallet ein. Das heißt, wenn man Geld bekommt, meldet sich Telegram jetzt automatisch. Durch das Sunaverse-Update wurden viele NFTs von IOTA zu Shimmer transferiert und dadurch mehr Shimmer gelockt. Wenn man sich den Explorer anschaut, kann man sehr gut sehen, wie viele NFTs transferiert wurden und wie viele Shimmer dafür gelockt wurden. Loyal kennen wir jetzt schon seit ein paar Episoden. Neu und viel cooler ist jetzt, dass die ersten Shops einen Loyal-Sticker haben. Das Konzept geht auf. Der Kunde wird nie wissen, dass er mit Shimmer oder IOTA in Berührung kommt, aber er nutzt das Produkt trotzdem. Schön zu sehen. Was sieht man seit kurzem auf Bitpanda? Genau, Shimmer-Listing. Dom hat das schon vor einigen Episoden erwähnt. Jetzt ist es endlich passiert. Shimmer ist bei Bitpanda gelistet. Das bedeutet auch, dass die ihre IOTA auf Bitpanda gestaked haben, endlich ihre Shimmer-Token bekommen. Die Auslieferung hat wohl einigen wohl auch schon begonnen. Anfang März schreibt TanglePay ein Update über das kommende MPC. Hier gibt es ein paar neue Bilder, die das Vorhaben besser veranschaulichen sollen. Am 10.3. hat das MPC dann einen Meilenstein erreicht, die Nodes laufen bereits und man erwartet nun auf die Shimmer-EVM. IOTA Origin hat einen Blogpost veröffentlicht. Der Artikel befasst sich mit dem Abbau von Erzen und Mineralien in kleinen Maßstab. Er diskutiert die Herausforderungen und Chancen für Kleinbergleute und betont die Bedeutung der richtigen Ausrüstung und des Wissens über geologische Bedingungen und Abbaumethoden. Kleinbergbau kann bei richtiger Durchführung profitabel sein, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften. Der Artikel enthält einige Ratschläge für Kleinbergleute, wie zum Beispiel die Verwendung von Werkzeugen und Methoden, die für die Art des Erzes oder des Minerals, das abgebaut werden soll, geeignet sind, und die Konsultation von Experten oder Regierungsbehörden, um sich beraten zu lassen. TanglePay hat auch ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie man seine MetaMask-Wallet zu TanglePay exportiert. Das 1,5 Minuten lange Video ist auf dem offiziellen YouTube-Kanal zu sehen. Für alle, die mehr an der Technologie interessiert sind, bietet IOTA und Blockchain23 einen ersten Workshop an.
Der Workshop über DAG-basierte verteilte Ledger-Technologien, DLTs, soll Forscher und Praktiker zusammenbringen, um die neuesten Entwicklungen und zukünftige Richtungen in diesem Bereich zu diskutieren. Der Workshop wird sich auf DAG-basierte DLTs konzentrieren, die auf dem Nakamoto-Konsensus und der neuen Entwicklung des Byzantine Fault Tolerance, BFT-Konsens basieren und verschiedene Arten des Schreibzugriffs untersuchen. Die Veranstaltung wird sich auch mit den Kompromissen zwischen Fairness, Sicherheit und Leistung befassen und eine Plattform für den Austausch von Ideen, Erkenntnissen und Diskussionen über die neuesten Fortschritte und Herausforderungen bei DAG-basierten DLTs bieten. Zu den Diskussionsthemen gehören neue Designs und Implementierungen von DAGs, Leistungsbewertungen und Vergleiche, Sicherheit, Datenschutz, MEVs, Transaktionsgebührenmechanismen, parallele Ausführungen von Smart Contract Transaktionen, Interoperabilität, Standardisierung und Anwendungen in verschiedenen Domänen sowie formale Beschreibungen und Sicherheitsanalyse. Vor 2-3 Folgen hat Dom ein Foto mit einem verschleierten Mann aus Dubai gepostet. Nun war Dom selbst am 7.3. in Dubai. Ob es sich um denselben Mann handelt, ist reine Spekulation. Mehr Informationen gab es dazu nicht. Die neuesten Assembly-Zahlen sind auch raus. Bis zum 16.3. wurden 329 Millionen Assembly an alle Stake ausgeschüttet. Es bleibt noch 57 Tage, um an der aktuellen Runde teilzunehmen. Wer dachte, dass IOTA Heroes eingestellt wurde, hat sich getäuscht. Audit One hat am 9.3. mit der Sicherheitsinspektion begonnen. Firefly Shimmer hat viele Betas veröffentlicht. Auch im Discord wurde von Philo und Co. viele für das neue Update versprochen. Bis dann gestern endlich die Version 2.1.0 veröffentlicht wurde. Mit der neuen Firefly-Version gibt es zwei neue Tabs. NFT, also Collectibles, und Governance. Auch der Shimmer Explorer hat ein Update bekommen, so sind nun die Namen der NFTs sichtbar, Token bekommen Symbole und Icons und einige weitere Verbesserungen und Optimierungen, die das UI betreffen. Tangle Labs hat einen Blogartikel veröffentlicht. Der Artikel diskutiert den Einsatz von elektronischen Identitätstechnologien, die EIDs, und souveränen Identitätstechnologien, SSIs, die es den Einzelnen ermöglichen, seine persönlichen Daten und seine Privatsphäre online zu kontrollieren. Zu den Vorteilen von EIDs und SSI gehören erhöhte Sicherheit und weniger Betrug, aber es gibt auch Bedenken hinsichtlich potenzieller Risiken für die Privatsphäre und der Diskriminierung bestimmter Personen, zum Beispiel derjenigen, die keinen Zugang zu Technologie haben oder nicht den traditionellen Identitätsstandards entsprechen. Der Artikel befasst sich mit der Notwendigkeit eines ethischen und inklusiven Designs von EIDs und SSI-Systemen, um diese Probleme anzugehen und sicherzustellen, dass sie für alle zugänglich sind. Ein neues Patent von Muandelo wurde von der Ether-Gruppe gefunden und ich zitiere aus der Zusammenfassung des Patents. Die Erfindung geht aus einem dezentralen Steuerungssystem zu einer flotteninternen und oder flottenübergreifenden zumindest teilweise selbstorganisierten Steuerung eines zumindest durch Fahrzeuge gebildeten Netzwerks. Es wird vorgeschlagen, dass das dezentrale Steuerungssystem ein dezentrales Konsensmodul aufweist, welches dazu vorgesehen ist, Mobilitätsaufträge, insbesondere netzwerkexterne oder netzwerkinterne Transportaufträge oder Dienstleistungsaufträge und oder Mobilitätsangebote, insbesondere Transportangebote oder Dienstleistungsangebote von Fahrzeugen des Netzwerkes, jeweils in Form von Smart Contracts innerhalb einer Distributed Ledger Technology, DLT, wie beispielsweise einem gerichteten azyklischen Graphen, zum Beispiel einem IOTA-Tangle oder einer Blockchain an mehrere als ein Endgerät zu übermitteln. Ein weiteres Webinar wird von LF Edge mit über 50 Partnern organisiert, darunter IOTA, Dell, CEDEDA, Project Alvarium und Climate Check, praktisch alle, die auch IOTA und den Tangle nutzen. In diesem Webinar ging es um den CO2-Fußabdruck, der durch sichere Überwachung verfolgt wird. Das Webinar beinhaltet Präsentationen von zwei LF Edge Projekten, Open Horizon und EdgeX Foundry, und diskutiert deren Ansätze zur Messung und Reduzierung von Kohlenstoffemissionen im Edge Computing. CoinDSX listet IOTA. Es handelt sich wohl oder übel um einen Wrapped IOTA Coin, zumindest gibt es keine Bestätigung, dass es sich um echte IOTAs handelt. Schade. Wir hatten schon lange kein neues Projekt mehr.
Trommelwirbel für TangleChains.org. Der Artikel stellt TangleChains.org vor, eine Plattform, die Interoperabilität und Kommunikation zwischen verschiedenen verteilten Ledgern ermöglichen soll, wobei der Fokus auf Tangle-basierten Ledgern liegt. Es wird erklärt, wie TangleChain.org atomare Swaps und kettenübergreifende Kommunikation nutzt, um eine nahtlose Übertragung von Daten und Vermögenswerten zwischen verschiedenen Tangle-basierten Ledgern zu ermöglichen. Der Artikel diskutiert auch die Vorteile einer solchen Interoperabilität, einschließlich erhöhter Effizienz und Flexibilität bei der Nutzung von Tangle-basierten Ledgern. Das Ganze wurde von Spice5 initiiert. Kleines Update zu Web3 Berlin. Shimmer wird dort auch offiziell vertreten sein. Dazu gab es eine offizielle Ankündigung. Jetzt ist IOTA auch auf dem ersten Platz der Speaker. Das ist auch neu. Billy Sanders hat einen Artikel auf beingcrypto.com veröffentlicht. Der Artikel auf beingcrypto.com stellt Directed Acyclic Graphs, DAX, vor und hebt einige der wichtigsten Projekte hervor. Die DAX verwenden darunter IOTA und Shimmer. Der Artikel erklärt, wie sich DAX von traditionellen Blockchain-Strukturen unterscheiden und wie sie verbesserte Skalierbarkeit und parallele Verarbeitungsmöglichkeiten bieten. Der Artikel untersucht auch einige potenzielle Anwendungsfälle für DAX, wie das Internet der Dinge, IoT und Micropayments. Die Vorteile der Verwendung von DAGs werden erläutert, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Transaktionen ohne Miner oder Validierer zu verarbeiten und das Potenzial für einen geringeren Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Blockchains. Das Tangle Dynamics Team arbeitete an verschiedenen Aspekten des IOTA Tangle Netzwerks im Februar. In Bezug auf den Simulator hat das Team an der Implementierung der Tangle Scope Condition, TSC, und der Verfeinerung der Metric Dumpings und der Code Merge gearbeitet, während gleichzeitig noch bestehende Fehler behoben wurden. Das Team diskutiert auch neue Ergebnisse zum Mana Burn und beschäftigt sich mit anhaltenden Inkonsistenzen im Netzwerkbereich. Im Netzwerkbereich arbeitet das Team an der Implementierung eines hybriden Ansatzes zur Leistungssteigerung, eines Rate-Setters und bösartiger Knoten. Das Team hat eine Lösung für das Problem der negativen Mana-Bilanz vorgeschlagen, indem eine reine Blockreferenz implementiert wird und die Anzahl der Validierer, die den Block gesehen haben, gezählt wird. Das Team arbeitet auch an einem Mana-Wirtschaftsmodell. Darüber hinaus hat das Team den Input-Output von UTXO-Transaktionen analysiert und arbeitet an der Auswahl von Komitees auf der Grundlage der Idee der höchsten Stakeholder. Schließlich hat das Team eine numerische Analyse verschiedener Funktionalitäten durchgeführt und eine deterministische Regel für TSA-Validatoren entwickelt. Im März definierte und diskutierte die Parameter Task Force ihren Auftrag und Plan und benannten den Multiversum-Simulator in TangleSim um. Sie sollen nicht andere Task Forces ersetzen, sondern verschiedenen Forschungsgruppen eine Plattform bieten, um Komponenten von TangleSim zu verbessern und zu entwickeln und um experimentelle Ergebnisse, die mit TangleSim generiert wurden, zu sammeln und zu diskutieren. Im Netzwerkbereich diskutierte die Arbeitsgruppe die Referenz Mana-Kosten, RMC, für ICCA+ und schlug vor, rund 10 Slots in die Vergangenheit zu nehmen, um die RMC zu berechnen, und schlug auch eine minimale Mana-Schwelle vor, um das Problem der negativen Mana-Balance anzugehen. Fehler im Multiversum-Simulator wurden korrigiert, um anhaltende Inkonsistenzen beim Mana-Brennen wurden durch den Konsensmechanismus entschärft. Die Arbeitsgruppe diskutierte auch über Anreize, einschließlich einer neuen Forschungserklärung für ein potenzielles Forschungsthema namens Mana Monetary Dynamics, das ein Modell für die Verteilung der Einsätze unter den Nutzern erfordert. Schließlich untersuchte die BFT-Arbeitsgruppe DAG-basierte Blockchains und die Cordial Miner Finalisierungstechnik. Und last but not least kommen wir zum spannenden Thema Shimmer EVM. Seit der letzten Ausgabe gab es eine Reihe von Updates und Verbesserungen. Aktuell sind wir bei Version 0.5.1 Alpha 1. Das Testnetzwerk lief sogar schon ein paar Stunden, bis wieder ein Bug entdeckt wurde. In den nächsten Wochen wird laut Dave an der Stabilität und am Testen gearbeitet. Dazu gehören auch mehrere automatische Stresstests. Wenn alles gut geht, wird das Grundgerüst für das erste Shimmer EVM Testnet fertig sein. Wie wir sehen, läuft alles gut. Die Partner testen, die Entwickler entwickeln, das alles ist probably nothing und von mir erfunden. IOTA und Shimmer stehen still. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Mhm.